Man trainiert generell als Rennfahrer das ganze Jahr. Man versucht immer fit zu sein, ist wichtig. Und speziell halt hier fürs 24-Stunden-Rennen ist die Beanspruchung etwas größer noch. Don't take any risk, because in the long term, if you go cycling and you fall down or whatever, you don't want to get injured before. Wichtig ist, dass man, sage ich mal, viel auch regeneriert vorm Rennen, dass man dann wirklich für den Rennsamstag gut ausgeschlafen, topfit ist und immer konzentriert ist für die 24 Stunden. For me, the best time is probably the night. Last year it was really nice in the night. It was easy. It was dry, which is nice as well. But in the night you can really focus on the only thing you can see, where the lights are shining. But then you see the campfires on the side. You see, you smell the barbecues. You smell some beer and bratwurst. So that's really a nice time to drive. Meine Lieblingspassage ist kurz vorm Ende, kurz vorm Galgenkopf, kurz vor der Töttinger Höhe. Der Bereich Pflanzgarten 2, das ist eine hohe Sprungkuppe, plus dann Bellof S und Richtung Schwalbenschwanz rein. Ich liebe das, wie wir alle zusammenarbeiten, den Team Spirit. Es ist relativ im Verhältnis noch ein kleines, kompaktes Team. Also man hat wirklich von der Organisation bis zu den Reifeningenieuren, Fahrzeugingenieuren mit jedem persönlich in Kontakt. Und das mag ich einfach, den ganzen Spirit hier. We still need to qualify for the top 30. Qualifying for the top 30 means you get a blue flashing light, which is really helpful to show all the competitors in the race that we're a fast car. So they let us by pretty easy. The Porsche is already qualified, so we still need to do it, but I don't think it's going to be a big problem, but yeah, I mean, we still need to do it, so it's going to be a focus for us.